Wir sind hier auf dem Efzell Walsh Drive von Mercedes-Benz. Wir fahren eine B-Klasse und ich habe hier einen Ansprechpartner. Magst du dich jetzt mal ganz kurz vorstellen mit deinem Namen und was du sonst noch machst im wirklichen Leben? Ja, ich bin Markus Rasch. Ich komme aus Wien und bin da für Linde in einem Entwicklungszentrum für Wasserstoffverdichter als Konstrukteur tätig. Und du bist ja auf der Efzell Walsh Drive, auf der Tour hier mit. Was genau hast du bzw. hat Linde für die Tour vorbereitet, gemacht, getan? Kannst du das mal kurz erzählen, bitte? Ja, wir haben extra für den Efzell Walsh Drive diese mobile Verdichterstation konstruiert und entwickelt. Und um Mercedes optimal dabei unterstützen zu können, ist immer ein Techniker von uns dabei und das bin hier in den USA ich. Mobile Verdichterstation. Ich sag mal so, die ganzen Zuhörer, die sagen sich, oh Gott, was ist das denn? Also was macht ihr da genau? Was brauchen die Brennstoffzellen, die B-Klasse Efzell, was brauchen die E-Autos von Linde überhaupt? Also die Efzells benötigen 700 Bar kompressierten Wasserstoff und den bekommt man ja nicht überall auf der Welt und wir sind eben mit dieser Anlage dazu fähig, von der Infrastruktur unabhängig auf jeden Punkt diese Autos zu betanken. Also das heißt, man kann sich jetzt vorstellen, der geneigte Zuhörer weiß das ja nicht, die ganzen Tankstellen führen ja hier auch keinen Wasserstoff. Man kann also nicht einfach heranfahren, Tankdeckel auf, tanken, sondern das Ganze muss jetzt mobil erledigt werden. Das heißt, wir schleppen ja hier das ganze Equipment quasi mit. Also wir haben die Anlage so konstruiert, dass es relativ, also nicht viel Aufwand benötigt. Also wir haben hier ein Stromaggregat mit dem wir unseren Verdichter betreiben und die Linde-Leute von Amerika fahren mit einem Truck mit, die stellen die Wasserstoffversorgung her und ja, wir fahren mit dem Efzell ran und betanken ihn. Das hört sich jetzt ja ganz, ganz einfach an, wie du es erklärst. Ich meine, da war ja bestimmt auch sehr, sehr viel technisches Know-how nötig, um sowas zu entwickeln. Wir sehen ja hier den großen Tankwagen und daneben ist der kleine Tankwagen. Wie kann man sich das vorstellen? Der große Tankwagen, das wird ja nicht direkt gleich mit der Efzell betankt, sondern da ist ja noch auch etwas dazwischen. Das heißt, da ist noch der kleine Tankwagen. Kannst du mir mal bitte ganz genau erklären, wie das funktioniert, dass eben die B-Klasse Efzell sicher betankt werden kann? Ja, es ist ja bei jeder stationären Anlage genauso. Man kann auch hier daneben stehen. Also Sicherheitsvorkehrungen sind im Prinzip hier genau dieselben. Ja, während der Fahrt haben wir keinen unter Druck stehenden Wasserstoff und somit haben wir während der Fahrt kein Problem. Und die mobile Anlage ist dann, wenn sie aufgestellt ist, quasi wie eine stationäre Anlage und mit den gleichen Sicherheitsrichtlinien. Nur eben auf dann vier, nein, doch, es sind sechs Reifen, ne? Dann wahrscheinlich, das sind Zwillingsreifen, ja, genau. Dabei. Ja, das heißt also, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, ist es, wir haben das große Tankauto, wo der Wasserstoff drin ist. Der leitet das entsprechend in den Tankwagen, in den kleineren. Ja? Den zeigen wir auch gleich nochmal nachher im Bild. Und von da aus geht es dann in die Efzell. Richtig so? Ganz genau richtig. In dem kleinen Tankwagen haben wir nur die Verdichterstation eben dazwischen, wo wir dann aus ca. 30 Bar die 700 Bar in den Efzell hinein betanken. Was wünschst du dir für die Zukunft, dass du weiterhin solche Touren mitmachst oder dass es mehr stationäre Tankstellen gibt und du dich vielleicht mit anderen Dingen weiter beschäftigen kannst, die zur Entwicklung des Wasserstoffs und der ganzen Technologie weiterführt? Ja, das ganz große Ziel von Linde ist es natürlich, ein Wasserstoffnetz aufzubauen, dass man mit der, zum Beispiel mit der B-Klasse Efzell
an jeder Ecke, so wie auf einer normalen Tankstelle tanken kann. Ja, dann wünsche ich euch, Linde, da ganz, ganz viel Glück bei. Aber natürlich Sachverstand habt ihr, aber ihr müsst natürlich auch wahrscheinlich immer noch Kooperationspartner dazu finden, die dann mitziehen. Was ist denn, du bist jetzt aus Österreich, was ist denn jetzt, sag ich mal, im DACH, also Dachverband Deutschland, Österreich, Schweiz, irgendwie irgendwas geplant, was man jetzt schon verraten darf? Ja, soweit ich weiß, gibt es die Initiative Edge2Mobility. Hier, die eben das Ziel hat, in Deutschland ein Wasserstoffnetz aufzubauen, damit man dann in ein paar Jahren die B-Klasse F-Cell kaufen kann und auch durch ganz Deutschland fahren kann damit. Ja, das fände ich sehr schön, weil wir sind jetzt 3 Tage gefahren. Du hast uns hier begleitet. Markus, erstmal vielen herzlichen Dank, dass du hier mein Interviewpartner warst. Und jetzt werde ich nämlich mal schauen, dass ich den anderen Interviewpartner vor die Linse bekomme. Danke dir, Markus. Alles klar, danke.